Wer von euch will so aussehen und nicht nur so aussehen, sondern sich auch dementsprechend fühlen? Das heißt also wirklich fit sein, eine Top-Energie haben, wirklich Kraft zu haben, aber auch wirklich eine Ausdauer zu haben und im Alltag funktionsfähig zu sein. Wer wird lieber so aussehen oder vielleicht sogar so aussehen wie beispielsweise Cristiano Ronaldo, wie jemand wie Jason Statham, wie ein Filmschauspieler aus Hollywood, wie jemand aus dem Men's Health Cover im Vergleich zu einem riesigen, massiven Bodybuilder? Und ich habe riesen Respekt vor Bodybuildern, aber ich werde so oft gefragt, du Karl, du bist in der ganzen Bodybuilding-Szene gar nicht mehr so aktiv. Und ich möchte auch ganz klar erklären, in welche Richtung mein Content geht. Denn eine Sache will ich nicht. Ich will, dass niemand meine Videos anschaut und seine Zeit verschwendet. Deswegen, bei mir ist es ganz klar so. Mein gesamter Fitness-Content bezieht sich darauf, wirklich den Körper bestmöglich zu erhalten, die maximale Leistung zu bringen und